Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, wenn du das Buch kennst, musst du Bescheid sagen. Ah, nee. Nee, kenn ich nicht. Diana. Nee. Okay. Okay. Ah, muss ich mal aufklappen. Ach, krass. Ist das im Verlag rausgegeben? Ist das Eigenverlag? Oder? Es ist ein kleiner Verlag. Okay, also es ist nicht kein Eigenverlag von dir, sondern es ist richtig publiziert. Genau. Aber das ist auch, alle Studenten, alle machen jetzt analog, das ist total schick. Was wir noch gelernt haben, ich habe es ja noch gelernt. Genau, wir haben alles analog und auch negativ gemacht, also nicht die ja, sondern Herr Volkmann, alle haben sich immer im Fotolabor getroffen. Das war es halt so. Wie schön. Genau, das war ganz cool. Und es wurde immer um ein Gelb gestritten. Und naja, hast du die Prints, dann die gehabt, dann welches war jetzt das richtige Print, welches war jetzt die richtige Farbe, weil du hast es nachher gar nicht mehr gesehen. Nee, cool. Ja. Kennst du sie persönlich? Nee, der Verlag hat mich tatsächlich gefragt, ob ich Interesse habe, das Buch mir mal anzusehen. Und dann dachte ich, ja, okay. Also das muss ich auf jeden Fall mal jemandem zeigen. Ja, ja, ja. Okay. Ist auch wie ein Tagebuch dann wahrscheinlich aufgebracht, oder? Ist auf jeden Fall ein sehr intimes Buch, ja, finde ich. Ja. Das ist auch drin, oder hast du das reingepasst? Nein. Okay. Wie hoch ist denn die Auflage? Ich glaube 500, 400, also relativ klein, aber auch jetzt nicht so klein, dass man denkt, das ist easy, so sowas reinzukleben. Ja, man muss das ja alles reinpoppen, oder? Ja. Wobei, ich habe neulich ein Buch gekauft, so ein großes, so ganz schön mit Himmel- oder Bergbildern. Und da ist auch oben, alles sind signiert vorne, händisch auch signiert. Das wenn du es nachher aufmachen. Umschlägst, das hier ist auch. Ist auch händisch. Oh, stimmt. Krass. Ja, bei 500 kannst du das noch machen. Und wenn man jung ist, macht man das sowieso noch. Ja, also macht das Buch ja auch persönlicher, ne? Ja, ja, ja. Im Grunde habe ich ein Unikat. Ja. Ich finde, es ist so eine Arbeit, wie gesagt, gestern habe ich mit Tömmern, meinem Mann, nochmal gesprochen. Das sind so Arbeiten, die man eigentlich immer im Studium macht oder so kurz nach dem Studium, ja, wo man sich jeden Tag fotografiert. Ich habe nämlich auch mich jeden Tag fotografiert und einmal habe ich den Film doppelt belichtet. Ich wollte ihn mal immer abziehen, habe ich nie gehabt, nur einen Kontakt gemacht. Das sieht total schräg aus. Ah. Aber ich sehe so, wo du dich mit dir auseinandersetzt. Ich habe das gemacht, um festzustellen, warum ich mal am Tag gut gelaunt bin und dann wieder schlecht gelaunt, um so rauszukriegen, an was es liegt, weil das für mich unerklärlich war. Hat es dir geholfen? Ich weiß nicht, nee, es hat sich bis heute noch nicht aufgeklärt, wieso man manchmal gut und manchmal schlecht gelaunt ist, ohne erfindlichen Grund. Ja. Das ist schön, haben die sehr aufwendig gemacht. Ja. Ja. Es ist tatsächlich aber nicht sie, weil du gerade von sich es ist gar nicht sie? Nee. Ach, das ist, okay. Das ist ihre Freundin. Okay. Also, es ist eine lesbische Beziehung? So würde ich sagen, ja. Das ist ja lustig. Aber das hat sie auch beschrieben, selber. Ja. Krass. Also so dadurch, durch diese Notizen wird dann langsam klar, dass es eben nicht sie selbst ist. Am Anfang denkt man das noch. Okay. So quasi diese kleinen Liebesbotschaften in der Beziehung. Das ist ja immer riskant. Ich finde es so riskant, weil du machst so ein Buch und du bist eben in jemanden verliebt und du weißt ja nicht, wie es endet. Und du machst es publik. Das wäre mir, glaube ich, gefährlich. Also es ist halt auch so super persönlich. Also da überlegt man sich ja auch fünfmal, okay, will ich, dass das jetzt so alle sehen, erfahren. Ja. Ich weiß nicht, die Susan Sonntag hat die Anni Leibowitz hatte, kennst du das Buch von der Susan Sonntag? Mit der Anni, von Anni Leibowitz, die Susan Sonntag fotografiert. Ich glaube nicht, ne? Da gab es auch so ganz intime Momente. Die haben, glaube ich, mit der Familie auch Probleme gekriegt. Susan Sonntag, ja, die fanden das gar nicht so toll, aber das war auch so intensiv und das ist natürlich toll. Als Betrachter ist es schon schön zu sehen, diese Sensibilität oder diese Intimität. Ich finde das schön. Da ist wieder was geklebt, geklebt. Cool.
Das finde ich auch cool. Das finde ich toll. Das ist toll, weil es so intensiv ist. Ja. Ich finde mit so, was für mich immer so ein bisschen schwierig oder wo ich eigentlich nichts dazu sagen kann, ist, wenn man diese, wenn man so die Nacktheit so offen zeigt, was ja eigentlich schön ist. Und ich habe das auch gemacht in der Zeit, habe ich auch mich und meine Freundinnen alle nackt fotografiert. Vielleicht ist das so eine Phase. Aber da kann ich einfach vielleicht... Ja, die Nacktheit ist da sehr offen. Also, ja, ja, ja. Du hast fast auf jeder Seite. Das ist eigentlich schon eine Ausnahme, wenn sie mal angezogen ist. Ja, ja, deswegen, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das so... Ich, also... Ja, es ist so ein schmaler... Ich finde, es ist immer so ein schmaler Grat. Ja. Mhm. So. Ich kann es aber... ich kann es verstehen, wenn man es fotografiert. Ja, aber also ich würde es vielleicht auch fotografieren. Also für mich persönlich. Also so in den eigenen Partner. Ja, ja. Genau. Weil genau. Man begegnet sich halt oft nackt einfach. Genau, genau. Und es wird ja dann immer ausgeblendet oder es wird immer in den Filmen auch, es ist ja, man begegnet sich ja genauso oft nackt, wie man sich, nicht vielleicht getrunken oft, aber vielleicht morgens dann oder am Sonntag. Je nachdem, wie man gestrickt ist. Ja. Aber und wie warm es draußen ist. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich durch so eine junge Liebesbeziehung, da ist das noch so intensiver und dann ist das auch wichtiger. Mhm. Das hat so ein anderes... Das finde ich zum Beispiel ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Das finde ich, weil es mich als Betrachter so... Das macht mich so ein bisschen an als Betrachter, wo ich... Das, da finde ich die Grenze, aber sowas finde ich... Das finde ich cool. Das finde ich formal auch schön. Das ist ein Zelt, glaube ich. So ein Urlaubszelt. Es gibt so Ferienzelte, die du buchen kannst. Ja. Aber was ich eigentlich ganz schön finde, jetzt spontan, das ist immer wieder so große Total. Also diese Totalen finde ich ganz schön. Und auch diese Mischung. Das ist auch so. Ja, da habe ich mich auch gefragt. Und das ist wirklich ganz klar. Lackiert. Das ist so partiell lackiert. Partieller Drucklack drauf. Dann hat es diese Polaroid-Ästhetik. Und es wird auch... also manchmal denke ich, wenn ich mir die Sachen anschaue, Bücher, die ähnlich sind, dass es irgendwann langweilig wird. Aber bis jetzt ist es mir noch nicht langweilig geworden. Okay. Dabei ist es ja immer dieselbe, Trash, ja, ist immer dieselbe Person. Ja, ne? Ja, und ich mag auch nicht, wenn es immer nur Trash ist. Also, weil dann denke ich an, dann ist dann hier so eine Fensterscheibe mit so einer Fliege drauf. Oder dann ist hier so ein Stückchen Vorhang und eine angeknabberte Tasse oder so. Da denke ich manchmal so, ja, so was, das habe ich schon tausendmal gesehen. Aber vielleicht ist es dann doch, das ist schon sehr sexy. Stop taking my pictures. Ja, ich glaube, für sie ist es sicher nicht einfach. Ja, aber sie... Wir müssen sie jetzt mal befragen, aber sie hat es freigegeben. Wahrscheinlich freigegeben, also hoffe ich. Ja, so. Sonst kriegt sie Probleme. Das fand ich auch eine interessante Bildstrecke eigentlich. Ja, aber ich finde es auch, bis jetzt finde ich es noch nicht... Nee. Ich finde, es erzählt, es erzählt so ein bisschen so, das ist so ein französischer Liebesfilm. Erzählt so, ja, es geht, im Sommer es läuft im französischen Leder. Ja, es ist so Sommer, aber es läuft nicht alles gut, ne? Also man merkt, die Beziehung hat so auch Dramen drin, finde ich. Ja, das habe ich ja. Ja, hier, das natürlich. Stop taking photos. Okay. Ja. Es erinnert einen so halt an früher, also an meine Jugend. Also also ich finde halt spannend, weil sie ist ja irgendwie, es ist so eine Art Obsession, sie zu fotografieren. Mhm. Ne? Und sie liebt sie, aber sie stellt sie nicht nur schön dar. Ne? Ja. Also es ist teilweise sie ist auch schon sehr schön. Also sie ist schön. Da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ja, aber na, es sind so bestimmt Momente, wo sie, also das... ihre Freundin nicht so glücklich war, wie sie drauf aussieht, ne? Was man vielleicht selber von sich nicht veröffentlichen würde. Ja, ja. Und das finde ich interessant. Ja. Ja, so ein melancholischer Aspekt, das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Ja. Weil das so, und das finde ich halt, das finde ich jetzt fast so die Stärke von dem Buch, dass du das Gefühl hast,
dass das so eine Geschichte erzählt oder sowas kennt man sehr, also dass man sich so selber damit identifiziert, jetzt als Frau wahrscheinlich mehr wird. Ne? Ja. Wobei, das weiß ich nicht, das müsste mein Mann mal anschauen lassen, ob er das sich so überträgt, aber es gibt halt, ja, die erzählen immer so ein bisschen, das finde ich jetzt schwierig wieder, das ist halt so posy. Ja. Die finde ich ein bisschen schwierig, wenn es so sehr sexy wird. Ja. Aber weißt du, sowas? Ja. Das ist ja jetzt, wo du denkst, ja, warum fotografiert sie das, warum veröffentlicht sie das? Aber eigentlich ist es gut, dass es halt so ein Kontrast ist, dass es nicht nur gepostet ist, nicht nur sie ist jetzt wirklich schön und ich erhöhe sie, sondern sie ist halt ein Mensch. Ich finde es lustig, weil du hast die ganze Zeit, bei mir passieren total Bilder von einem selber. Mhm. Also von, das finde ich, das funktioniert, das kriegt sie total gut hin. Ja, man hat uns direkt so funktioniert sofort. So ein Urlaubsfeeling. Total. Wirklich so wie so ein Film in Frankreich oder wie. Oder hier auch hat man. Man versetzt sich sofort in diese Situation. Und ich glaube, dann ist es auch gut, dass es immer an ihr auf. Also es sind ja sehr wenige Bilder hier mal oder dann hier. Es ist immer im Kontext mit ihr. Aber das finde ich, das macht es dann auch. Für mich jetzt, so, das sage ich jetzt einfach so spontan, nicht mehr so beliebig wie die anderen, wo man sagt, ach, da liegt so, wie ich vorher gesagt habe, noch eine Fliege oder ein angefressener Apfel oder irgendwie. Das ist das Ende. Ach, da gibt's noch. Das sieht aus wie so ein altes Urlaubsfoto, so ein schlecht gelungenes. Ja. Ja, das ist auch ein richtiger Rand. Lustig. Ich glaube, das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist das Cover. Mhm. Irgendwie, ich kann es gar nicht sagen, es ist ja immer so ein Gefühl, nimmt man nach was. Das finde ich ist, der Inhalt ist wertiger wie das. Das sieht so vielleicht zu sehr kontaktbogenmäßig aus. Ja, ist ja Kontaktbogen. Genau. Ja, was das ist so plastikmäßig, das hatte ich gedacht, das ist vielleicht so. Ja, es ist. Aber. Ja, weil innen ist es so. Das ist, finde ich, auch total schön. Also so eine schöne Mischung eben aus Melancholie und Erzählung. Ja. Hast du das schon mal gesehen, dass in einem Buch quasi so Notizen echte drin sind oder so Servietten, also so Extras? Also das war wirklich das erste Buch, was ich jetzt hatte, wo ich das gesehen habe. Also deswegen macht es das schon für mich besonders. Ja. Nee, eigentlich gar nicht. Also was ich gesehen habe, was jetzt oft gemacht hat, was ich schön finde, dass du so eine Mischung an Papieren hast. Mhm. Also so verschiedene Papiere. Das ist ja hier eigentlich auch, dass du hier mit partiellem Drucklack arbeitest oder also mit unterschiedlichen Formaten. Hier simuliert sie ja das Polaroid sozusagen. Das sowas schon, aber eigentlich das, was im Buch liegt, wüsste ich nicht. Nee. Nee, aber ich finde es jetzt, wie gesagt, wenn die Nacktheit so wie sowas da. Weiß ich nicht. Klar, sie inszenieren sich da auch. Aber das finde ich jetzt dann ein bisschen schwierig. Oder. Aber insgesamt finde ich es schön. Weil es was Erzählerisches hat. Und weil es mir nicht langweilig wird, das anzugucken. Das ist gut. Obwohl eigentlich immer dieselbe Frau drauf ist. Ja. Und das ist ja so ein bisschen die Erzählstruktur. Nee, finde ich nicht langweilig. Nee. Schön. Ja, dann danke, dass du das mit mir angeguckt hast. Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Hat mir Spaß gemacht. Sehr schön.